Huch. Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Komme ich da nicht irgendwie hin? So. Können die mich von hier oben sehen? Wärmere Jacken anziehen sollen. Mann, ich werfe mich ihm doch schon an den Hals. Ja, ich denke, wir haben gute Chancen. Er verbringt viel Zeit beim Training. Muss nicht sein, ein paar Nächte nur zum Rumhängen zu haben. Ja. Ganz schön kalt hier. Ja. Deine Jacke sieht richtig warm aus. Ja. Dann findest doch Ronan. William Pynchon. Wie komme ich nur an den vorbei? Wir gehen mal hier entlang. Glühwürmchen. Oh, wie süß. Sophia! Mensch. Die Dämonen sind viel gefährlicher. Warum hast du dann unbedingt Angst vor uns? Rex Meinung zu Ronans Strafenregister. Ich erzählte Rex, dass Ronan mir über seine kriminelle Vergangenheit erzählt hatte. Er sah besorgt aus, aber nicht wegen meiner Sicherheit. Er weiß bloß, wie schwer es ist, sich ein Leben aufzubauen, wenn man ein Vorstrafenregister hat. Hast du selbst eins? Selbst wenn du vollständig geläutert bist, geben dir die Leute keine Chance, es zu hören, weckt in mir ganz neue Sympathien für Ronan. Er arbeitet so hart, um sich ein Leben zu erschaffen. Ich werde sorgfältig darüber nachdenken müssen. Sophia? Sophia! Es speichert, also müssen wir richtig sein. Und kein Dämon mehr in Sicht. Was wahrscheinlich gut für uns ist. Geschichte von Salems, Plakette des Friedhofes. Der ursprüngliche Friedhof war viel kleiner als der heutige. Aufgrund seiner Nähe zum Wasserweg wurde er in seiner Geschichte zweimal über die Quarantäne genutzt. Einmal 1665 für Immigration aus England, die auf ihrer Reise über den Atlantik an der Beulenpest erkrankten, und einmal für Arbeiter am Panama-Kanal, die 1904 am Gelbfieber erkrankten. In beiden Fällen wurden die Opfer nahe des Friedhofs beherbergt, und als sie in großen Zahlen starben, wurde der Friedhof erweitert. Na super. Hey, redest du jetzt mit uns? Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Bitte, bleib stehen. Ja, ich bin Polizist. Bin von der Polizei, ich kann dir helfen. Ein Seil, das habe ich gerade schon gesehen, ja? Was ist damit? Oh Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Ja. Du willst mir etwas zeigen. Ja. Was ist mit dir passiert, Kleine? Erzähl's mir. Ich
Sie war da festgebunden. Warum würde er sowas tun? Ich wusste es. Der Glockenmörder. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Die erste Probe. Hey. Schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Es ist alles gut. Komm, ich helfe dir. Alles gut, Kleine. Was zum Teufel ist das? Wir können anscheinend auch in die Vergangenheit sehen. Was meinte er mit Vertrag? Ist gut, Kleine. Nein, das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Es ist eh zu spät. Es tut mir so leid, Kleine. Vertrag. Sophie hat energisch geleugnet, etwas über einen geheimnisvollen Vertrag zu wissen. Hat der Mörder sie danach gefragt? Ach, Sophia, du tust mir so leid, Kleines. Komm. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Hey, red mit uns, Sophia. Jetzt haben wir sie verschreckt auf ewig. Oh, verdammt. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Symbol des Glockenmörders. Der Glockenmörder hat sein Symbol auf Sophias Arm gezeichnet. Gut. Kommen wir da nicht hin? Nein, schade. Oh, das können wir auch? Jetzt aber. Komm schon. Ach, Sophia, es tut mir so leid. Bitte nicht noch einen Dämon. Rauchender Ronan. Diese Sargnägel bringen Ronan noch in ein frühes Grab. Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontiere ich ihn damit. Ich sage ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt er diese verdammten Dinge auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und es müsste reichen. Nicht gerade die sensibelste Antwort. Aber Ronan ist Ronan und ich glaube, er ist nie davon ausgegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit diesem Leben, das er lebt. Ach, Ronan, du bist ein Charmeur eh und je. Na komm. Wo war jetzt das, was ich noch aufheben konnte? Jetzt hängen wir in diesem Baum da. Ich hab doch da gerade noch was gesehen. Wo ist es denn?
nö. Höre ich da schon Dämonen? Sammeln wir eben noch mit ein. Es fehlen nur noch 5. Na komm, Seppel rüber. So. Hey du. Ronan, ich hab Schreie gehört und... Schön. Dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ja. Du hast was gefunden. Ja, leider die Kleine. Ja, hab ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Leider nein. Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... sadistisch. Sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Ja, geh in die psychiatrische Klinik. Okay, kann's losgehen? Eigentlich, geh schon vor, ich muss hier noch jemanden besuchen. Julia. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Ach, sie ist genau hier vorne. Super. Hi, Julia. Bald. Bald sind wir zusammen. Genau. Bald schon. Er kann uns nicht sehen. Sag nicht, du findest das Grab nicht. Irgendwie will ich ihm einen reinschlagen und gleichzeitig einfach nur in den Arm nehmen. Arschgesicht. Tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ronan ist tot, das weiß sie aber schon. Kopf, sie weiß es schon. Sie war der Erste im Willkommenskomitee. Musst dir keine Gedanken darüber machen. Die Möglichkeit, Überlebende. Hallo? Er lief gerade selbstständig. Hör auf damit. Aber warum hat er sich zum Coffeehaus gespawnt? Wieder ein brennendes Haus, da kommen wir nicht dran vorbei. Sie regt sich immer noch auf. Es tut mir immer noch leid, dass wir dir nicht helfen können. Können wir hier durch? Nein, die scheint nicht.
Dann müssen wir wohl außenrum, aber vorher werden wir einmal die Folge beenden. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!